Einer der 10 Besten der Welt und Platz 1 der besten Clubs in Rio de Janeiro, das Rio Cenarium im Netz, der Tipp. Zu Recht? Wir checken eine Nacht lang und sagen Ihnen, ob sich ein Besuch wirklich lohnt. Kategorie 1, der Club. Das Rio Cenarium ist einer der ältesten und größten Clubs der Stadt. Gelegen im Partykiez Lapa in der Nähe der berühmten Straßenbahnbrücke, treffen sich hier jedes Wochenende tausende Feierwütige. Wer rein will und nicht reserviert hat, der muss Geduld mitbringen, denn bereits um 21 Uhr ist die Schlange lang. Grund? Die U-Bahnen in Rio fahren nur bis 0.30 Uhr. Und wer sich zu später Stunde kein Taxi leisten möchte, fängt eben früher an zu feiern. Innen wird es skurril, denn der Club ist gleichzeitig ein Antiquitätengeschäft. Heißt, wem die Deko gefällt, der kann sie auch kaufen. Der Club besteht aus 3 Stockwerken mit unterschiedlicher Musik. Am beliebtesten ist bei den Brasilianern natürlich der Samba-Keller. Ich liebe es hier. Ich liebe jedes Stockwerk. Der Club ist einfach fantastisch. Das Szenarium spiegelt sehr gut das brasilianische Feeling wider. Was ihr hier seht, ist Brasilien. Doch auch im ersten Stock geht es zu Elektrobeats kräftig zur Sache. Das Publikum ist, typisch für Brasilien, sehr gemischt. Hier tanzen Jugendliche aus der sozialen Mittelschicht ausgelassen durch die Nacht, gerne auch mal mit Mama und Papa dabei. Groß in Schale schmeißen muss man sich übrigens nicht. Solange man feste Schuhe trägt und nicht zu betrunken ist, kommt man ohne Probleme am Türsteher vorbei. Nächste Kategorie, die Stimmung. Das Rio Cenarium ist bei Einheimischen gerade wegen der guten Stimmung beliebt. Jeden Tag spielen hier die besten Bands der Stadt und heizen der Menge kräftig ein. Für Touristen, die keinen Samba tanzen können, könnte es aber peinlich werden. Dafür ist der Elektroflor umso toleranter. Ob man hier tanzen kann oder nicht, ist egal. Hauptsache, man feiert kräftig mit. Guckt euch das an. So viele Menschen, die Samba tanzen. Die Stimmung ist toll. Besser geht's nicht. Oh ja, die Stimmung ist grandios. Der Club ist ja riesengroß und egal, wo man hingeht, hat man Spaß. Wem das alles zu viel wird, für den gibt's übrigens jede Menge Stühle und Tische zum Entspannen im Club. Dort ist zwar keine exzessive Partystimmung zu finden, aber der ein oder andere freut sich auch mal über eine Pause. Und damit zur vielleicht wichtigsten Kategorie, dem Flirtfaktor. Hübsche, gebräunte Brasilianerinnen, die mit den Hüften wackeln und das Blut der Männer zum Kochen bringen. Im Rio Cenarium wimmelt es von hübschen Frauen und die Männerwelt weiß das zu schätzen. Oh, hier gibt's jede Menge Frauen und mal ganz ehrlich, die Brasilianerinnen sind die hübschesten der Welt. Ja, jede Frau hier ist wunderschön und die Menschen, die hierher kommen, sind auch noch super nett. Meine deutschen Freunde, kommt zur WM, lasst es krachen und fliegt verheiratet zurück. Damit ist wohl alles gesagt. Und damit zur letzten Kategorie, den Kosten. Wer Geduld bewiesen hat und sich in der langen Schlange angestellt hat, der muss erst einmal für brasilianische Verhältnisse kräftig in die Tasche greifen. Umgerechnet 10 Euro Eintritt verlangt das Rio Cenarium. Grund? Partys mit Live-Musik werden automatisch höher veranschlagt. Immerhin sind dafür die Getränke bezahlbar. Ein Bier kostet umgerechnet 2, ein echter brasilianischer Caipirinha 4 Euro. Es kann also genug gefeiert werden, ohne gleich die Urlaubskasse zu leeren. Wir geben nicht viel aus, vielleicht 30 Euro. Bei der Party ist das doch nichts. Viel muss man nicht ausgeben. Heute ist es genial, also lassen wir bestimmt 50 Euro hier. Ach, ganz ehrlich, wir sind zu zweit und mehr als 10 Euro müssen wir hier nicht ausgeben. Fazit, das Netz hat recht. Im Rio Cenarium kann man exzessiv brasilianisch feiern und flirten. Wer hier vor dem Morgengrauen nach Hause geht, ist selber schuld. Cafés gibt es in Tokio übrigens an jeder Ecke. Das Prinzip immer gleich. Knapp bekleidet und möglichst jung wirkende Kellnerinnen servieren ihren Gästen unterwürfig Essen und Getränke. Aber was für Frauen tun sich...